Ja, moin YouTube, da sind wir wieder. Denken wir weiter die nächste Runde. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Da steht hier. Hier wollen wir siedeln 3-3 als erstes Feld durch die Überschwemmung. Ja, Bürger von Montreal leben sich in ihrem neuen Zuhause ein und behalten den nahegelegenen Fluss misstrauisch im Auge. Brauchen wir noch einmal Staudamm, auf jeden Fall. Weg. Da werden wir später. Ach, hier ist auch Eisen. Ja, vielleicht hätte ich dann doch da unten siedeln sollen. Ist aber nicht so wild. Ja, wie immer hier nichts. Da oben ist der ganze Dschungel. Das auch schnellstmöglich dann nachher nachholen. Hier können wir eigentlich schon das Liste einbauen. Campus bitte. Auch wenn der Wald ist, ich muss da ein bisschen Gas geben. Wir sind schon bei der 49. Runde und ich habe noch effizient kaum etwas gemacht. Ich hoffe mal, dass der Speerträger rauskommt. Also Krieger bewegt sich immer weiter. Er kommt nicht raus. Normales Zeitalter mehr werden wir nicht schaffen. Das ist nicht so schlimm. Gucken, wie das hier aussieht. Ihr macht bitte auch ein bisschen Nahrung. Wir brauchen schon Wachstum. Wie sieht das hier aus? Ja, das ist ganz klar. Das ist richtig. Ja, da gibt es nicht viel Diskussion. Wir brauchen unbedingt Arbeiter. Dringend. Würde den jetzt gerne auf den Berg bringen. Können uns auch einen Schlag kassieren und dann weglaufen. Jetzt nicht so sinnvoll. Achten wir erstmal da. Hier, der muss langsam mal sich zurückkämpfen. Die sehr nette Gegend hier. Er ist auch geflutet worden. Ah, toll. Bactri hat sich hier gegründet. Das ist natürlich wieder super. Haben neuen Government-Titel. Gouverneurstitel. Gerne die Forschung. Wir müssen aber hier vorne die Grenze sichern. Dafür brauchen wir wieder unseren geliebten Victor, den kennen wir ja mittlerweile schon. Der macht nämlich die Loyalität in der eigenen Stadt. Erhöht er nämlich. Ah ja, wir brauchen dringend hier das Feld. Keine Diskussion, das muss gekauft werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass der das kriegt. Ja, hierfür brauchen wir hier das noch, damit wir die Gebäude, glaube ich, bauen können. Das ist immer schwierig. Es wäre schön, wenn das genau gesagt werden würde. Wir machen jetzt mal hier einen Handwerker. Wir brauchen dringend jetzt auch die Annehmlichkeiten. Okay, hier ist sehr schön. Hier ist auch viel Tundra sehr schön. Hier ist wieder Vulkan, aber das ist nicht schlimm. Kann das sogar Vorteile bringen. Wir werden leichter umstellen. Werde aber weiter Siedler pumpen. Müssen wir. Okay, wie gesagt, neutrale Mögen Zeit. die Mächte des Normales Zeitalter, wie auch immer. Dingens hat ein goldenes, mir egal. Plane jetzt einfach mal generell die zu bauen natürlich. Ich will aber schon auch gerne Wasserbezirke gehen. Aber das ist auch immer gut. Ha, schwierig. Nehmen wir mal. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich brauche halt den Tourismus natürlich. Brauche ich eigentlich Weltwunder? Das ist doch fast unmöglich. Na, machen wir jetzt nochmal das. Ja, welches Weltwunder wäre wär möglich? Theoretisch könnte das hier möglich sein. Jetzt haben wir natürlich keinen Boost, weil wir keinen Steinbruch hier haben. Der blöd ist. Dem erstmal ein Upgrade, dann können wir nämlich jetzt mal effizienter davor gehen. Du wirst jetzt mal erkunden. Hier können wir natürlich auch noch einen Siedler hinsetzen. Sehr schön, werden wir auch noch nutzen, auf jeden Fall. Machen wir, glaube ich, auch vorher. Ich habe so Angst, dass jetzt gleich diese super Gegend hier weg ist, aber wir müssen so nie das abzustecken halt. Politik ist die. Sehr gut. Was brauchen wir? Produktion für Wunder? Ja. Bei Militärslots nicht so sinnvoll. Brauchen halt, wenn wir Diplomatie-Sieg haben wollen, bräuchte man eigentlich mehr Stadtstaaten generell. Auf jeden Fall aber alle Sachen, die wir kriegen können. An Gesandten. Großpersönlichkeiten, ja. Wir brauchen fast das hier. Brauchen einfach diese verfluchte. Irgendein verfluchtes Weltwunder halt. Noch ein bisschen auf Stärke. Ach ja, genau, wir haben immer kein Pantheon. Schnell machen. Siedler muss drin bleiben. Ich will die so schnell wie möglich raushauen. Rauskommt, dann können wir ja Flanking-Bonus kurz mal aufbauen.
Das war klar, dass er jetzt ist. Ich unterschätze den Wert militärischen Wissens nicht, aber wenn Männer sich bei der Kriegsführung sklavisch Regeln unterwerfen, werden sie scheitern. Okay. Sieht's aus mit dem Siedler. Zwei Runden. Hier haben wir irgendwie so einen halbtoten Speer. Finde ich nie gut, wenn ich sowas sehe. Haben es immer sehr gerne, wenn sie, wenn das Lager zerstört wurde von irgendeinem PC, dass sie dann auf einmal ausrasten und unser Gelände verwüsten. Jetzt haben wir 12 Runden für die Ahnenhalle. Okay. Wow. Obwohl er die guten Felder bewirtschaftet. Ja, Wunder werden wir nicht hier kriegen. Natürlich nicht. Nehmen das Ding schon mal weg, damit wir keine Überraschungen kriegen können. Wir schießen den hier. Du gehst mal nach da oben, guckst mal, was da los ist mit dem da. Auch noch keine Handelsroute, ne? Wir haben die 55 Runde. Haben jetzt aber endlich unser Pantheon. Na toll, war klar, der überlebt. Ach. Wenn jetzt ihr das sehen, halt diesen Mod halt, wie gesagt, an. Da sind jetzt ganz viele neu dabei, sind auch Englisch dann natürlich. Gucken wir mal, was wir finden. Coastal Tiles, Tundra und Tundra hält natürlich mehr Kultur, ist nicht schlecht. Ist aber tatsächlich eben momentan gar nicht unser. Das hier wird es unser Anliegen sein oder möglich sein, davon zu profitieren. Vorher überhaupt nicht. Aber Kultur wäre halt nicht schlecht, wenn wir das kriegen würden. Gewürze, Zucker, Seide haben wir auch. Seide haben wir. Gewürze haben wir. Seide werden wir auch noch häufiger kriegen. Ja, und Gewürze, ja, das eine werden wir mit noch einer Stadt hoffentlich bekommen. Hier hätten wir auch nochmal Gewürze, na genau. Nicht schlecht, weiter gucken. Beiden haben wir noch nicht. Da haben wir eine. Ah, geht. Ja, das finde ich auch Müll. Minen, ja, Luxus und Bonus haben wir auch noch nichts. Luxus und Bonusressourcen, nee. Tundra und Tundra Hills halt. Können auch mehr Einfluss einfach nehmen, das ist auch nicht verkehrt. Ich glaube, ich nehme die das hier. Müssen nämlich jetzt eh mal anfangen, hier wirklich dann zu modernisieren, die ganze Geschichte. Wir haben ja schon lange hier Dingens gehabt. Ja, diese Bewässerung, genau. Sollte man dann natürlich auch nutzen. Können nicht von diesem Vulkan verbrannt werden oder so. Das fand ich jetzt wieder extrem schmerzhaft. Was ist, dass ich das klaut? Ich glaube, ich kaufe mir das Feld. Da ein super zweites Feld, von daher. Oder drittes Feld hat er, ne? Das ist jetzt ärgerlich. Wenn dieser Speer irgendwie apathisch steht. Ja, das ist ein gutes Zeichen, aber hier war irgendeine Nation, die ich schon gesehen hatte. Definitiv. Wirklich viele haben wir ja auch noch nicht. Und hier ein bisschen Wiedersiedler. Wir brauchen dringend ganz, ganz viele Städte mit diesem schlechten Start. Auch noch einen Handwerker. Ich mache jetzt mal einen Handwerker. So wächst das nicht. Bist wohl ein bisschen bescheuert, also statt das ganz sicher nicht. Dass man so weit einstellen muss, ist natürlich immer sehr seltsam. Ich denke mal, wir bewegen uns jetzt nach hier oben. Um natürlich dem Speer auszuweichen. Hey, waren die Galapagos-Inseln ja auch noch. Dann gehen wir hier hin, denke ich mal. Ja, nehmen dann beides mit. Zwar sehr langfristig, aber trotzdem nicht verkehrt. Ah, der Speer hat sich bewegt. Denke ich auch. Sind die Freunde oder im Krieg? Ah, denunziert. Dann müssen sie doch bald Krieg erklären. Hoffentlich, damit sie beschäftigt sind. Naturwunder haben wir auf jeden Fall genug hier. So, du machst das Ding kaputt. Wir gehen nach oben, holen uns jetzt auch die extra Kultur nochmal. Sind bei Kultur ganz gut dabei. Bei 17 sind wir mehr als die PCs sogar, das ist unglaublich gut. Generell geht es uns okay dafür, dass wir 3 Runden gebraucht haben, bis wir gesiedelt haben und so weiter.
Muss ich mal mitgehen. Überraschungskrieg kann uns keiner erklären. Okay, das haben wir geboostet, das ist aber nicht so spannend. Würde ich aber trotzdem als nächstes, glaube ich, hingehen. Einfach, vielleicht können wir die große Bibliothek bauen. Ich glaube nicht, aber der Wille ist da oder so. Oder ja. Oh ja, die Bananen geben uns auch nochmal Kultur, das ist gut. Vorteile sind gut. Wir bräuchten hier die Wassermühle. Ja, nicht auch Produktion. Müssen wir nicht unbedingt voranbringen. So viel. Bitte schon. Baut eine Ressource ab. Müsste ich hier mal eins hier oben mal ein Feld setzen. Das sollte möglich sein. Noch eine Fissur. Boah, hier ist gut. Hier ist richtig schön. Es ist, ja, war klar, dass ich da drauf setze. Ach ja, der Klassiker. Der Klassiker. Okay, damit können wir nichts. Damit können wir auch nichts. Ich glaube, wir versuchen einfach die Pyramiden bauen. Ja, okay, so natürlich nicht. Wir haben viel zu wenig Geld. Okay, machen wir uns mal einen Händler. Das sollte schöne Kultur wieder zugeben, wunderbar. Dahin. Und dann hoffen wir, dass der hier mal weggeht, natürlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er stehen bleibt. Das habe ich auch schon oft genug erlebt. Oh ne. Was den Käse angeht, waren die Dichter zu allen Zeiten sehr schweigsam. Ja, genau, das ist so lustig. Ja, sie haben wir gerade, machen wir gerade nicht. Wir haben Pantheon endlich. Das heißt, wir gehen darauf und das, wir machen das aber nur ganz kurz. Wir werden danach direkt wieder auf Siedler gehen müssen. Barbaren können wir auch raustun. Das reinmachen. Okay, Wunder bauen wir gerade nicht. Noch nicht. Okay, dann sind wir damit fertig. Die Naturgeschichte dieses Archipels ist sehr bemerkenswert und scheint eine kleine Welt für sich zu bilden. Egal, ob das Insel. Genau. Das schmeißen wir hier hin. Dann haben wir einen Boost. Okay, sehr schön. Nicht so wichtig, aber okay. Gut, dann können wir hier oben nochmal einen Berg. Können hier auch die ganzen Dschungel nutzen. Ist auch gut. Ich noch nichts, klar. Brauchen wir mal einen Handwerker. Ja, jetzt habe ich natürlich das noch nicht nutzen können. Drei Runden noch immer. So langsam, die Stadt ist so lahm. Jetzt braucht halt Handwerker auch, ne? Okay, das Rad sollte man gleich geboostet kriegen. Ja, okay, oh, Entschuldigung, das habe ich jetzt spontan weggedrückt. Wollen es ja immer mal anhören. Ach ne, baut eine Ressource ab, wäre Kupfer, ich Idiot. Ups. Ach, Gottes Willen. Sehr professionell. So wie ich das gehört, du bist schon dabei, dich auszuruhen. Du kannst dich auch mal hier ausruhen. Wollen wir, geh mal kurz nach hier oben. Ich will mal sehen, was da noch so liegt. Sind natürlich hier sehr überlappende Städte, ne? Das ist klar, aber damit haben wir eine schöne Grenze abgesetzt, weil der wird uns hier auf jeden Fall mit Loyalität pushen. Um das mal so zu sagen. Das haben wir hier auch richtig schön abgesteckt, das ist halt nur der Unistadt, die wir noch brauchen. Dann haben wir hier das ganze Gebiet für ihn schon mal klar abgesteckt. Die Kultur, das ist gut, genau das, was wir brauchen. Aber natürlich null Tourismus. Null. Uns verbindet wahre Freundschaft mit den kleinen Zivilisationen. Wir wissen es schon, dass ihr das anerkennt. Also, ja, wir haben nur eine kleine Nation gesehen. Da können wir da eh nicht viel reißen. Ach, kannst du hier auch bauen. Dafür bräuchte ich aber. Oh ja, machen wir mal Forschung. Klar. Kann ich euch schon irgendwann verkaufen? Ich weiß, dass wir dann Probleme kriegen, aber. Ernsthaft nicht? Ja, so hast du bestimmt noch. Du hast schon Luxus. Ganz toll. Hier mal. Willst du auch nicht? Ja, ist klar. Ehrlich. So, jetzt könnte man hier wenigstens ein bisschen was pushen. Haben wir eigentlich einen Zweierbonus für unseren Theaterbezirk? Den brauchen wir auf jeden Fall. Ich würde halt gerne die Pyramiden bauen. Nicht die da hinsetzen. Ne, ging auch nur dahin. Ne, hier ging es auch noch. Dann auch nicht so wichtig. Die Nahrung wäre sich auch nicht schlecht. Und natürlich noch mehr Siedler. Ich brauche noch mehr Siedler. Jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich das Rad umsetzen wollte. Sehr clever, sehr professionell, wie immer. Gut, eine Runde ist eine Runde, können wir auf jeden Fall gebrauchen. Können wir gleich Elefanten abbauen. Handwerker sind noch ein bisschen drin, aber die Produktion können wir wegtun für mehr Siedler. Siedler. So, jetzt haben wir das hier auch. Dann gehen wir jetzt mal da hinten die Sache absichern.
Können dann auch immer keinen, wie gesagt, keinen Überraschungskrieg erklärt kriegen. Immer richtig schön frei hier entfalten. Das ist schön. Das ist der große Vorteil. Es gab in meinem Leben viele Katastrophen. Ja, Einige. das ist der witzige Spruch, genau, den will ich gar nicht sehen, sonst wäre ich melancholisch, so witzig ist das. So, Produktion für Wunder. Ja. Nutzen wir nicht wirklich aus. Hier auch kaum Geld, auch nicht gut. Ja. Wir mal weiter Städte bauen, wenn hier nicht Loyalitätsprobleme wären, aber ist noch nicht. Aber machen wir nicht. Ich will jetzt auch nicht zu sehr nach da oben pushen. Ich denke, möchte ich eher hier haben ein paar die Tundra halt benutzen wollen. Das ist wichtiger. Ja, du bist ja mit dem einen, genau, wie bist du dahin. Ich möchte natürlich auch gerne die Nachbarschaftsbonus wieder reinbringen. Wir müssen halt alles an Vorteilen nutzen, die wir kriegen können. Mystik. Oben wären Zweier. Ah, du kannst die Pyramiden noch bauen. Natürlich gierig, aber ist trotzdem nicht verkehrt, das zu versuchen. Ah, sehr schön, stark. Ein Arzt ohne Kenntnisse der Astrologie hat nicht das Recht, sich Arzt zu nennen. Mystizismus ist das Verwechseln eines zufälligen und individuellen Symbols mit einem Universellen. Okay. Übrigens auch eine sehr interessante Mod gesehen, die will ich auch mal spielen dann. Zwar werden dann die Technologien zufällig verteilt und die Ausrichtungen, das heißt, man weiß nie, also die sind natürlich alle noch da, man weiß nie, was gerade auf einen zukommt. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Muss ich sagen, finde ich ganz interessant. Ja, gucken wir uns dann später irgendwann mal an. Ja, was jetzt? Rad. Ja, ist es jetzt auch so, wie ich dachte? Manchmal dreht sich das Rad Ich Idiot. langsam, aber es dreht sich. Okay, das war dann wirklich dumm von mir, natürlich. Dann Stadtmauern. Könnten wir bauen. Müssten wir bauen. Was dann? Brauchen wir erstmal noch. Ja, wir haben ja Fische. Ja, aber ist mir jetzt nicht so wichtig wie das hier. Du gehst weiter mit da. Du gehst uns da unten das anschließen. Da haben wir schon richtig viele Luxusgüter. Ah ja, ein bisschen Wissenschaft. Aber ich hätte. Ja, ich glaube, ich hätte lieber. Ah, ist nur für die Hauptstadt, ne? Egal. Du willst unsere diplomatische Gunst haben. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ach nee. Sehr so wenig Geld. Was ist mit der KI los? Ja, wunderbar. Einen tollen Campus gebaut. Das ist sehr gut. Immer gebrauchen soweit. Weiter Siedler rausschmeißen. Ja, machen wir auch. Ja, du kannst danach auch direkt einen Siedler raushauen. Aber wäre natürlich auch nicht schlecht, hier einen Handwerker zwischenzusetzen. Machen wir auch. Und danach Siedler und danach Bibliothek. Okay, was haben wir hier? Nichts, nichts, nichts. Genau, das ist ja klasse. Wir brauchen jetzt auch Housing natürlich, das ist auch toll. Hier haben wir drei, aber hier können wir ein bisschen was. Ihr wagt euch ein gefährliches Wasser. Ja, du willst ja unbedingt, dass ich die. Hier überlasse ich, wüsste zwar nicht warum, aber genau. Sehr schön, das ist ein sehr gutes Feld. Aber sehr, sehr richtige Bewirtschaft, sehr schön. Noch mehr Kultur, das ist exzellent. Okay, er will sich hier weiter ausbreiten. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Das hier fand ich natürlich wieder klassisch KI. Übrigens, das ist auch schon nicht die Hauptstadt gewesen, habe ich gerade erst gesehen. Ja, toll. Also, ja. Klassiker halt. Ja. Hier ist tatsächlich wieder dieses. Habe ich jetzt auch wieder gemerkt, auch in jedem Spiel gibt es immer so ein Cluster an Stadtstaaten. Und dann gibt es hier dann in den Hauptgebieten gar keine. Ich weiß nicht genau, ob das so sein soll. Ich glaube nicht. Bin sogar überzeugt davon, dass es nicht so sein soll. Okay, da hinten wäre dann alte Rabe. Irgendwo wieder mit Barncamp neu. Schon hier in der Nähe. Okay. Das ist mir egal. Boah, ist das ein schlechtes Camp. Boah, ekelhaft. Aber es hat uns eine Luxusressource gegeben, das ist das Wichtigste. Ja, Großpersönlichkeiten kriegen wir überhaupt nichts, ne? Also.
Wissenschaftler jetzt ein Bohne, yay. Toll. Vielleicht Liang wichtig, die Dinge mal in Vancouver rein. So, dann können wir nämlich hier hoffen, genau 6 Runden, kriegen wir einen schönen geboosteten Handwerker. Du kannst ja nicht da rein. Das wäre möglich. Aber mir sind die Pferdchen ehrlich gesagt lieber. Denkt dran, Add-on, je früher man etwas anschließt, desto besser, weil, also strategische Ressourcen, weil man halt dann die Boni kriegt dafür. So, also mehr pro oder schneller kriegt man das, was man braucht. Wenn Brot die erste Notwendigkeit des Lebens ist, kommt Erholung ganz knapp dahinter. Genau, okay. Verteidigungstaktiken. Setzen wir hier unten noch die Stadt hin, damit wir das abgeschottet haben. Und baut hier jetzt direkt unser Handelsbezirk. Was haben die nochmal für Boni? Produktion 50% für Wunder. Oh, das ist gut. Wow. Das müssen wir auf jeden Fall kriegen, Babylon. Wenn wir nämlich da jetzt unsere Theaterplätze langsam mal ins Rollen bringen, dann ist das eine richtig gute Sache. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt auch Ungarn wurde von Persien verklagt, okay, hat irgendwann kommt noch nicht. Muss das sein? Ja, die Dürre macht uns jetzt hier natürlich nahe und niedrig, ist aber zum Glück nur am Rand, das ist gut. Was wollte ich jetzt gesagt haben? Ich hab's vergessen. Ah ja, genau, wir wollen jetzt hier keine Siedler mehr bauen, damit Pingala seinen Effekt erfüllen kann. Wir haben eine ganz gute Nahrung hier, wenn wir das noch ausbauen, hier die Farm hinpumpen und so weiter. Sollten wir dann auch weiter ausnutzen. Ah, sehr schön. Hoffentlich was Gescheites. Ach, da oben ist auch ein Stadtstaat. Und der alte Ravanui. Habe ich letztes Mal nicht gesehen. Jetzt ist er wieder da. Alter Frische. Oh. Achso, da war also eine Naturkatastrophe. Ja, 3-4 nehme ich auf jeden Fall an. Mehr Kultur bitte. Ja, aber alles richtig. Okay. Wie gesagt, ich will mich hier oben eigentlich raushalten. Könnten hier noch hingehen vielleicht. Weiß nicht. Weiß ich auch nicht schlecht, ist hier einfach nach oben zu gieren, ne? Einfach so gierig zu sein. Um ja tatsächlich eben den Vorteil noch zu nutzen hier. Ne? Das mache ich auch. Hier ein bisschen gierig, aber wir sollten den Vorteil nutzen, den wir kriegen können. Und hier kommt ein Siedler. Danach bauen wir auch schon Siedler. Ja, sehr gut. Die Pyramiden, ja, gierige Idee. Was war das? XP oder hat uns der irgendwas anderes geschenkt? Ich weiß nicht, ich glaube nur XP. Das ist das Schlechteste, was man kriegen könnte. Toll. بفضل من الواحد الأحد القوي المنتصر الدائم الذي لا ينتهي ملكه أرسل إليك تحياتي يا صديقي العزيز. Ja, klar. Wo bist du? Da oben rechts. Ja, das kann sein, dass er dann hier irgendwann ankommen wird. Langfristig. Apropos langfristig, ich möchte hier mal ein bisschen langfristig verkaufen. Viele Ressourcen. Aber die haben also wenig Geld. Immer Geld. Ah, sehr gut. Brauchst du bestimmt hier was, ne? Ah, ich glaube. Ja, müssen wir schon fast tun. Das haben wir ja schon. Ja, mach. Nimm. Stick dran. Ja. Oh, 9 pro Runde werden wir uns geben. Nehmen wir erstmal ein bisschen Reingold. Ja, okay. Nehmen wir das Gold. Ist natürlich weniger, klar, insgesamt, aber jetzt haben wir ein bisschen flüssig. Das können wir nämlich hier mal zum Beispiel in unserer Hauptstadt. Ich brauche nicht dringend einen Kornspeicher. Den sollten wir uns auf jeden Fall holen. Okay, ja, wo ist unser Siedler? Ist gerade unterwegs, nach da oben, genau. Ist noch keinerlei Druck für uns, weil wir hier die zwei Städte haben, das ist exzellent. Inbau, genau, wir werden keine Stadt machen, bis dahin bauen, das ist auch nicht so dramatisch. Schon den Hügel eingesackt, auch nicht so schlimm.
Und wir sind da. Oh Gott. Ich wurde Kanada bin. Ja, der alte Mongole, entweder geht er richtig ab oder ist völlig nutzlos. Oder ist noch weiter weg. Normale Leute glauben, dass man. Entschuldigung. Wo ist denn. Wo ist hier ein Dörfchen? Das hat er sich schon genommen, ne? Das ist ja toll. Okay, und hier ist Auckland. Und ja, segel mal, damit wir mal die Fischressourcen anschließen können. War ja irgendwas, was leicht zu. Na, Orakel ist noch nicht gebaut. Hatte ich auch in der letzten Runde, habe ich tatsächlich noch geschafft. Ach, ich weiß nicht, 90. Runde, da sind wir auch ähnlich so dran. Noch zu bauen. Okay, das können wir alles hier erstmal vergessen. Und hier erstmal auch einen Siedler bauen. Also nur zur Information, also generell bin ich eigentlich keiner, der so viele Städte bauen will. Es liegt jetzt wirklich an dieser Position, die wir haben, dass man halt den Vorteil nutzen soll, den man hat, ein weites Gebiet. Da wollte ein weites Gebiet und trotzdem Nachbarschaft, dann sollte man versuchen, und halt ein schlechter Start eigentlich, versuchen möglichst was rauszunehmen. So, ja? Schon ganz wichtig, dass man das dann nutzt. Jetzt kommt der ja auch nicht zugelaufen. Neue Währung. Mit dir wollte ich genau den zweiten Elefanten hier bestücken. Bisschen Weg, aber ist okay. Du eilst dich und du läufst nach hier oben. Auckland hat schon Mauern, das ist gut. Wenn der Mongol da mit seinem Krieger steht, dann sollte man immer Mauern haben. Ah, das war zu sehen, leider. Unbesiegbarkeit liegt in der Verteidigung. Die Möglichkeit des Sieges liegt im Angriff. Okay, liegt im Angriff, genau. Okay, wir werden, glaube ich, mal wechseln. Obwohl, wir sind noch bei der Pyramide, okay. Aber wir werden auf jeden Fall die 100% tun. Das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Die wird gebaut, das wird noch gebaut. Ich glaube, ich wechsle hier mal aus. Da sind wir nämlich jetzt fertig, genau. Ja, ich schieße mal die Bananen an. Der Fisch wird natürlich auch super nachher. Ja, jetzt der Siedler unterwegs. Ich dachte gerade schon, der eine wäre fertig. Das wäre natürlich auch schön gewesen. Ja, wir nehmen nochmal einen Gesandten hier. Haben nochmal einen Titel. Nehmen wir jetzt einfach mal zur Sicherheit diese Loyalität. Oh Mist. Ja, da hätte ich nicht so reinpreschen sollen. Ach, Gandhi, wie lange? Noch nie, glaube ich, gesehen. Doch einmal, schon. Erstmal. Habe ich einmal gesehen in einem Spiel von den 1000, die ich gespielt habe, und da hat er völlig überragend gewonnen. Also wirklich konnte ich nicht gewinnen. Der hatte. Wahrscheinlich weg. Ich glaube, bei 120 oder so war der komplett durch die Karte gefegt mit seiner Religion. Man konnte nichts mehr gegen ihn tun. Ja, echt spannend war das. Der war wirklich richtig gut drauf. Hat auch richtig Mühe gegeben. Hat auch verdient gewonnen. Ja, hier könnte man ein Orakel noch bauen. Wäre natürlich ideal. Würde ich, glaube ich, auch versuchen wollen, ja. Tatsächlich. Ich glaube sogar hier auf die. Aber ich kann die Mine nicht wegmachen, dafür ist. Ah, es ist natürlich langfristig viel besser. Geld habe ich nicht. Kann mal gucken, ob ich noch verkaufen kann. Hier, Gandhi, du bist doch so ein friedliebender Kerl. Ist nicht so anders, wenn du mich hassen würdest, aber. Willst du vielleicht Gewürze haben? Kann das nicht passen. Das kann doch nicht sein. Komm schon, Gandhi. Sei mal nicht so. Ich dachte, du liebst Frieden. Hungersnot, hä? Ich meine Hungerstreik und so. Nein? Nicht dein Ernst. Boah, ich hasse dieses Klicken, ne? Warum man nicht mit Zehnern runtergehen kann. Ja, aber jetzt ernsthaft. Kann aber jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Gandhi? Der hat bestimmt einen Nuker als seine Doktrin so gefühlskalt wie der ist. Ja, ich kaufe mir jetzt einen Handwerker und werde dann tatsächlich Wackel hier hinhauen. Schnell hier eine Mine errichten.
Ja, der will jetzt irgendwie gar nicht mehr auf sein Feld zurück. Hatte ich den da oben an. Ja, Gott, der macht so hier nochmal Kultur, wunderbar. Direkt da oben hin noch mehr Kultur, bitte. Ja, ich würde die Krabben gerne mitnehmen, das heißt, ich versuche hier hinzugehen. Oh. Wow, guckt euch dieses Gelände hier an. Das ist extrem. Dafür willst du mir natürlich Geld geben, habe ich mir gedacht. Gib die mal tatsächlich ab, das Geld können wir nicht jetzt gut gebrauchen. Hier ist es unglücklich, wir haben aber bald wieder Elefanten, soll es wieder klappen. Und ich weiter versuchen hier auszudehnen, ich muss das ja kaufen. Der I ist da nicht sehr freundlich, das möchte ich eigentlich auch kaufen. Da war ja für eine lange Zunge. 47 Runden? The fuck? Achso, da hinten ist die Fische haben. So cool. Aber lass mal erstmal so. Holen wir uns da noch ein. Hier holen wir uns noch die Mine. Hier bauen wir jetzt unser Elefant wieder an. Das ist gut. Wir kriegen plus 1 diplomatische Dingens, weil was? Durch Regierung. Achso, ja klar. Ja, das mit den 100 Tourismus ist halt, das hört sich auch schön an, aber auch nicht so einfach zu kriegen, 100 Tourismus. Also vor allem auf der Schwierigkeitsstufe. Viel auch immer entwickelt, was sehr für die niedrigen Schwierigkeitsstufen ist. Hier ist ja innen da, schon ist ja innen da schon. Wenn das Töten natürlich ist, wieso müssen Menschen dann eine Ausbildung machen, um es zu lernen? Genau, okay. Interessiert's. Dann machen wir wieder den üblichen, für mich üblichen Rind zur Erkundung. Feudalismus. Und jetzt haben wir hier. Ja, Genghis Khan ist natürlich tatsächlich da der Kerl, der schon mit reinsteckt. Ne. Ja. Naja. Geht. Auch nicht so ideal. Okay. Ja, wo gehst du jetzt hin? Gehst du hin? Du gehst jetzt einfach mal hier hin. Machst das noch dicker, das Feld. Ist gut. Ich glaube, wir bauen einfach noch ein Feld hier unten. Und du baust uns hier noch das an. Und dann ein bisschen Mine, damit wir mal ein bisschen Produktion kriegen wenigstens. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier unbedingt in die Richtung ausbreiten, damit wir wenigstens bis hierhin ungefähr eine Linie haben. Hier auch nochmal Pause. Bakteria. Wenn ich meine Studie neu beginnen würde, würde ich Platos Rat folgen und mit der Mathematik beginnen. Okay, auf jeden Fall. Okay, Forschung. Ja. Alles ein wenig. Oh ne, bitte mach das jetzt nicht. Schön, dass du Fokus auf Produktion hast. Es ist schön, dass du Kultur haben willst, aber ne. Lass mal. Was können wir denn hier gebrauchen? Ja, Universität natürlich immer. Dann gehen wir auf die Reiterei, das ist ja der Schlüssel dabei. So. War eigentlich schon gut aufgedeckt. Sehr groß Binnenmeer finde ich schön. Habe ich zwar nicht als Karte angegeben, finde ich trotzdem eine sehr coole Sache eigentlich. Das schon. Können wir auch Süßwasser natürlich kriegen, aber ne, das ist zu weit weg. Machen wir hier, zack, da kriegen wir direkt unseren Handwerker dazu, das ist genial. Zack, können wir direkt ein Schiff hinsetzen, das ist ein super Teil dann für den Anfang. Dann gibt es unser Monument natürlich. Hier ist auch noch Eisen. Kann ich mir das leisten, da hinzukommen? Ne, noch nicht. Leider. Er hat sich noch eine Stadt da oben gegründet. Länger. Ja, setzen wir nochmal eine Farm hin. Ja, bitte, mach das weg, genau. Da muss ich auch gleich dran denken, dass das
Ja, wieso geht er jetzt nicht darauf? Apple? Muss ich gleich den Denkens umzustellen. Ich weiß schon, dass ich es nicht tun werde. Klar, lebe ich ständig in Angst, aber da du mir nicht einen Spontankrieg erklären kannst, ist halt okay. Jo, okay. Ich bräuchte jetzt mal mit dir Freundschaft natürlich, klar, warum nicht? Dann möchte ich bitte offene Grenzen. Das ist schon offene Grenzen. Ups, Alter. Ein Gold, nur ja, dann. Können wir schaffen, ne? Und dann gehst du weiter hier rein. Schwach aus. Aber wenn 58 Wissenschaft. Der blöde Mongole, wie kann das sein, ey? Wie viel Kultur? Tourismus schon 23. Wow. Das ist nicht ohne. Und Camp hier. Noch jemand irgendwie einen Elefanten oder so. Gott. Wie sieht mit dir aus, Garn? Die hatte ich hier schon eingegeben. Ich habe keine Ahnung mehr. Oh mein Gott. Was ist mit euch los? Seid ihr alle so arm? Du bist reich. Ja, toll. Ja, nehmen wir trotzdem. Wir brauchen das Geld. Meine nächsten Siedler, sehr gut. Nee. Da ist irgendwie wieder ein Barbarencamp gekommen. Dem gehen wir jetzt da unten und dann greifen wir uns alles in Richtung Osten. Bis dahin machst du die Fische bereit. Die Wissenschaftler haben. Ach, wollen wir das? Nee. Produktion brauche ich schon. Das Pantanal ist die komplexeste intertropische alluviale Ebene des Planeten und vielleicht das am wenigsten bekannte Gebiet der Welt. Interessant. Wir haben auf jeden Fall ein richtig gutes goldenes Zeitalter. Könnt ihr jetzt ruhig auch mal das Zeitalter wechseln. Eine 84 Runde, ich denke, wenn ich jetzt mal 20, 30 Runden zurückdenke, hat sich das wirklich deutlich verbessert hier unsere Lage. Das ist wirklich besser geworden. Ja, und ich glaube, dann schicke ich den noch schnell hier hoch und dann mache ich mal Pause. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dann.